Also Leute, der Moment ist nun schlussendlich gekommen, dass ich dieses Video hier mache. Nein, Spaß beiseite, weg mit der traurigen Musik. Ich möchte heute mal ein bisschen ernsthafter mit euch reden. Und zwar geht es heute natürlich viel um Dragon Ball, viel um Anime-Manga generell. Aber der Hauptpunkt ist heute so ein wenig, ich will es gar nicht sagen, aber es passt eigentlich schon, Real Talk und halt meinen Kanal an sich. Denn mit der Ankündigung, dass Dragon Ball Super im März enden wird, beziehungsweise die Serie erstmal enden wird und wir eventuell später noch eine Serie bekommen, was noch nicht festgesetzt ist. Aber Super geht erstmal zu Ende, fragen sich natürlich viele Leute, hey Ruffy, was machst du eigentlich mit demjenigen, wo 95% auf dem Kanal Dragon Ball Super ist? Und ja, die Position, in der ich momentan stehe oder in der viele wahrscheinlich stehen, ist ein bisschen merkwürdig, ein bisschen seltsam. Und ja, die Frage ist halt, was wird man tun als Content Creator? Wie geht man weiter? Das erste, was ich hier loswerden möchte, bevor ich ins Detail gehe, ich werde weitermachen. Sowohl mit Dragon Ball als auch mit Anime Manga, und der Kanal wird sich nicht wirklich stark verändern, aber doch schon ein wenig. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass alles so wie beim Alten bleiben wird, nur wahrscheinlich das Ganze noch ein Stück oder ein ganzes großes Stück besser wird, jedenfalls nach meinen Vorstellungen. Also, fangen wir erstmal an mit der grundlegenden Dragon Ball Thematik, weil ich denke, die meisten interessieren sich einfach dafür. Dragon Ball Super ist was einen unglaublichen Hype generiert hat. Sehr viele Leute sind von der Kindheit geweckt worden und haben gesehen, hey, es gibt eine neue Dragon Ball Serie und diese Dragon Ball Serie ist gut. Es gibt gute Aspekte bei der Serie. Die Serie ist Hype und der Universal Survival Arc hat uns echt krass zusammengeschweißt. Also, das war wirklich eine unglaubliche Zeit. Diese Dragon Ball Super Zeit werde ich, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen. Es war ein richtig, richtig krasser Trip. Und der Trip geht natürlich noch weiter. Ich möchte hier noch keine Endstimmung reinwerfen. In diesem Aspekt jedoch nehmen wir uns trotzdem dem Ende. Und Dragon Ball Super wird dann Anfang 2018 zu Ende gehen. Und da fragt man sich natürlich, okay, was wird dieses Jahr noch kommen? Was wird passieren? Also, wir kriegen einen Film. Wir kriegen einen Dragon Ball Film. Nach Resurrection of F bekommen wir den ersten neuen Dragon Ball Film. In welche Richtung dieser Film geht, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass die Richtung auf jeden Fall in die Saiyajin-Geschichte gehen soll. Mehr oder weniger. Also werden wir auch zu diesem Film News bekommen. Und zu diesen News werde ich mich natürlich auch äußern und auch wahrscheinlich Theorien aufstellen oder sonstiges. Je nachdem, wie viel Material geliefert wird, werde ich da viel zu machen. Und natürlich, dass die Banken was kommen wird, weil ich denke schon, nach dem Ende von Dragon Ball Super werden sehr viele Gerüchte auftreten zu irgendwelchen Fake-Dingern, die real sein sollen. Deswegen werde ich mich dazu auf jeden Fall auch sehr oft äußern, wie ich glaube. So, Dragon Ball Manga. Der geht auch weiter. Toyotaras Version geht weiter, wird wahrscheinlich anders sein. Deswegen haben wir auf jeden Fall jeden Monat zwei Sachen, also die Review und auch vielleicht noch einen anderen Aspekt im Manga, den man besprechen kann. Die Dragon Ball Serie wird nochmal, oder ist ungewiss, wie das Ganze weitergeht, deswegen wird das auch nochmal, dass man das im Laufe auch nochmal erfahren wird, wie das Ganze jetzt weitergehen wird, deswegen, das wird nochmal auch im Laufe des Jahres 2018 wichtig sein. Dann kommen wir zu quasi Eigenkreation von meiner Seite aus, und zwar, was wäre, wenn Sith Dragon Ball eine sehr, sehr interessante Thematik, und es gibt sehr viele Was-wäre-wenn-Videos, gerade im englischsprachigen Raum, deswegen werde ich jetzt nicht alte Schinken aufwärmen, aber ich finde, bei Dragon Ball Super kann man sehr viele Was-wäre-wenns machen, und ich habe gerade etwas im Blick zum Thema Gohan, wie ich ihn in Dragon Ball Super verpackt hätte und auch ein Was wäre wenn, wie ich das Turnier der Kraft gemacht hätte. Aber das nur Was wäre wenn aus meiner Sicht, wie ich die Story gemacht hätte. Ich werde auch noch andere Was wäre wenns machen, die mehr in die Richtung gehen. Was wäre wenn das und das passiert wäre. Was für ein Ausmaß hätte die Story dann genommen, sowas würde ich dann auch noch machen. So, dann kann man Fanmanga noch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Da gibt es auch sehr viele interessante Dinge, aber ich werde da nicht so viel zu machen. Toyotaros altes Werk, ja, darüber muss ich schon lange sprechen, und allgemein über Toyotaro, dem Erben von Dragon Ball, habe ich noch ein paar Videos in Planung. Dann kommen wir zu Charakteranalysen. Ich hoffe, das wird bei den meisten ankommen, denn ich weiß natürlich, dass die meisten einfach nur die Grundstärke interessieren wird. Es ist einfach bei jedem schon in Anime oder Manga so, dass man die Stärke wissen möchte, wer stärker als der, bla bla bla. Ist ja auch ein interessantes Thema, muss man einfach mal sagen. Ich werde aber auf jeden Fall Videos machen, die ein bisschen mehr in die Materie reingehen, in die Szene reingehen, welche Szene so war und warum sie so war, warum das so gut war. So ähnlich wie das Video, was ich gemacht habe zu dem Thema, als Beerus reagiert hat auf Champa, als er ausgelöscht worden ist, oder das Video, wie Son Goku auf Vegeta reagiert hat. Die beiden Videos sind ja ziemlich positiv angekommen, deswegen hoffe ich, dass es dann nach dem Ende von Dragon Ball Super immer noch ein Interesse herrscht nach diesen Videos, weil die interessieren mich persönlich momentan so ein bisschen am meisten, eine Szene auseinanderzunehmen und auch allgemein Dragon Ball Super auseinanderzunehmen, was man dazu noch sagen kann, wie man die Serie auf eine andere Art und Weise sehen kann, wenn die Serie zu Ende ist. Das finde ich auch nochmal sehr interessant. Wenn die Serie in sich geschlossen ist, kann man das nochmal ganz gut auseinandernehmen und einzelne Szenen vielleicht nochmal analysieren. Toplisten sind ein großes Thema, denn das Ganze ist in sich geschlossen. Das heißt, wir können endlich mal annehmen, was wir alles wissen, und da sind Toplisten sehr, sehr gefragt, sage ich mir. Und auch hier kann man sehr viele Stärke-Toplisten machen, und ich denke, auch wenn ich mich eigentlich vom Powerscaling ein bisschen zurückhalte, werde ich auch ein paar Videos machen, was das angeht, warum der Charakter so stark ist und ob der Charakter stärker ist. Das ist sehr, auch wenn das in Super
super, sehr, sehr schwer ist, denke ich mal, wäre das ein Thema, was auch sehr interessant ist. Vergleiche sind auch ein wichtiger Aspekt. Man kann sehr gute Vergleiche ziehen zwischen Dragon Ball und Dragon Ball Super. Das ist auch nochmal so eine Sache, die ich gerne machen würde. Und das letzte Thema, was ich aufgeschrieben habe, ist Dokkan und Fighters, ja. Dokkan ist so eine Sache, Dokkan möchte ich eigentlich weiter fortführen, aber Dokkan soll eine Seltenheit sein auf dem Kanal. Das soll so ein Video sein, auf das ihr euch freut, wenn ein neues Hype-Banner kommt. Und ich weiß natürlich, dass nicht alle sich dafür interessieren, was okay ist. Deswegen werde ich nicht so viele Videos zu Dokkan machen, aber ab und an wird, denke ich mal, doch was kommen. Und Fighters, wie gesagt, mal gucken, je nachdem, ob ich es hinkriege, dort gut zu spielen, werde ich auch ein paar Videos dazu machen. Aber es geht mir mehr um die Serie an sich, um den Inhalt zu dieser Serie. Ich finde, mein Kanal ist mehr dafür bekannt. Deswegen möchte ich auch ein bisschen mehr dabei bleiben. Und klar ist natürlich, mit dem Ende von Dragon Ball Super werden die Klicks runtergehen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das ist einfach bei jedem YouTuber so. Deswegen denke ich mal, kann man das hier auch mal ansprechen. Bin aber mit meiner Situation absolut zufrieden. Mit dem Support von euch bin ich auch sehr zufrieden. Ich hoffe, dass es nur noch besser werden wird. Auch wenn es erstmal vielleicht eine schwierige Zeit sein wird. Weil mal sehen, wie die Leute dazu stehen, wenn Dragon Ball Super endet, ob das Interesse noch da ist, ja oder nein, weil das macht sich eigentlich erst nach ein paar Monaten aus, wenn die Serie wirklich weg ist, ob man noch wirklich großes Interesse hat. Naruto Shippuden und Boruto wäre zum Beispiel ein Beispiel. Borutos Interesse ist natürlich ein bisschen geschrumpft von der Fanbase her, aber bei Boruto ist das Ganze auch schwer einzuschätzen, weil bei Boruto, ja, das Ganze ein bisschen merkwürdig ist vom ganzen Inhalt her. Ist aber jetzt nicht Thema. Auf jeden Fall ist es eine kleine Herausforderung an mich als Content Creator, wie ich weitergehe mit dem Kanal, und deswegen finde ich das auch sehr interessant, in diese Situation gedrückt zu werden. Ist ja auch so ein bisschen, dass man als Kind ins Wasser geschmissen wird quasi, und wir wissen ja alle, dass die Anime-Szene eine Nische unter einer Nische ist, also wirklich eine sehr starke Nischenszene ist. Die allgemeine Anime-Szene sogar noch mehr mit Dragon Ball, One Piece, Naruto etc. Da geht es noch ein bisschen besser. Aber ich hoffe, dass sich das mit 2018 dann ändern wird. Zwar, jetzt kommen wir zu dem Thema Anime-Manga auf diesem Kanal, also andere Anime und Manga. Ich hoffe ganz stark, dass Boruto im Laufe von 2018 mehr an Interesse gewinnt für mich und für die Community, weil ich weiß natürlich, dass es viele Leute gibt, die Boruto immer wegen allem verteidigen, aber die Serie hat momentan einfach Probleme und das ist einfach ein Fakt. Ich weiß, manche werden jetzt sagen, das ist nicht so, manche werden auch sagen, oder mir Dragon Ball Super an den Kopf schmeißen, dass es da Probleme gibt und bla bla bla. Ich möchte niemanden angreifen, ich möchte einfach nur sagen, wie ich zu der Serie stehe, und ich finde, momentan gibt es einfach noch Probleme, weil der Plot einfach viel zu langsam läuft und das sind schon fast so viele Folgen. Deswegen hoffe ich, wird das 2018 besser werden. Wie gesagt, das soll absolut kein Boruto-Gebäsche sein, es soll einfach nur von mir gesagt werden, wie ich dazu stehe, wie ich das finde, wie das mit Boruto momentan ist. Auch der Manga macht nicht wirklich einen besseren Job, das Ganze voranzubringen, deswegen hoffe ich, wird das besser und das Interesse der Fanbase wird auch dann größer. So, die Hokage-Reihe habe ich hier ins Leben gerufen. Und Fun Fact, das Hashirama-Video war vor der Veröffentlichung, ich glaube, 4 Monate alt. Das habe ich mal damals gemacht und dann nie hochgeladen. Das habe ich die ganze Zeit auf privat gehabt. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich lade es einfach hoch, um mir selber in den Arsch zu treten, um dann die Serie weiter fortzusetzen. Hat dann nicht ganz so geklappt. Ich glaube, der Hashirama-Teil ist schon fast 2 Monate alt oder so. Und ich habe gesagt, Woche für Woche oder 2 Wöchig kommt immer ein Part. Ich sag's mal so, ich werde versuchen, die Serie irgendwann abzuschießen. Das wird auf jeden Fall ein Ziel von mir sein, aber erstmal nicht. Ich möchte erstmal Dragon Ball Super abwarten, weil die Sache bei Dragon Ball Super ist, wenn man sich mit Dragon Ball Super so stark beschäftigt, dann hat man immer irgendwas, was gerade abgeht. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, seinen Fokus auf andere Sachen zu legen. Deswegen ist es ein Fluch und Segen, dass Dragon Ball Super aufhört, weil man auf der anderen Seite halt Zeit hat für andere große Projekte, große Dragon Ball Videos, große Anime-Manga-Videos. Und leider, das ist hier der Fall gewesen, dass man sich nochmal Naruto richtig gut einlesen kann und dann dieses Hokage-Video machen kann oder die Hokage-Reihe machen kann oder allgemein noch andere Naruto-Videos, weil es geht mir nicht nur um Boruto, es geht mir auch um Naruto-Videos allgemein. Was wäre, wenn es wären da eigentlich auch möglich, ob ich die wirklich mache, weiß ich dann noch nicht, mal gucken. Aber so viel erstmal zu Naruto. One Piece ist ein sehr großes Thema, seit ich angefangen habe. One Piece sind ja so die Wurzeln von meinem Kanal, weil damals, als ich angefangen habe, war One Piece so das, was wirklich am krassesten war, was wirklich momentan sehr, sehr in meinem Interessebereich lag, und da habe ich wirklich Woche für Woche das Kapitel durchgelesen, ich bin durchgedreht, ich bin so gehypt gewesen, und dieser Hype ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten Monaten mit den Whole Cake Island Arc. Und wie gesagt, auch hier kein One Piece Gebäsch oder so, es ist nur meine persönliche Sache momentan mit One Piece, dass ich die Serie als allgemein ist einfach großartig finde. Es ist eines der größten Meisterwerke überhaupt, die wir haben, weil wenn man sich einfach mal anschaut, wie viel in One Piece drinsteckt, was Oda einfach alles tut, ist es unglaublich, wirklich einfach unglaublich. Deswegen die Serie als eines ist immer richtig krass, aber momentan weiß ich einfach nicht, in welche Richtung ich mit One Piece Videos gehen will. Deswegen überlasse ich das momentan so ein bisschen mehr Kage Akata und One Piece Theoretiker. Die machen ja momentan einen großartigen Job. Mal gucken, wie ich mit One Piece dann weitergehen werde. Je nachdem, wie Wano Kuni anfängt, kann man da vielleicht nochmal umdenken und vielleicht finde ich da auch wieder den Weg zu One Piece, muss man dann sehen, aber aktuell kann ich euch leider nicht zu viel versprechen. So, am Anfang des Jahres kommen zwei, Hammer-Dinge auf uns zu, und zwar haben wir mal Attack on Titan Season 3 und My Hero Academia Season 3. Ich bin bei beiden auf Manga-Stand, ich hänge, glaube ich, bei beiden so 10 Kapitel zurück, aber ich weiß auf jeden Fall, was passiert, und das ist der Kernpunkt, denn mein Problem seit Jahren war es immer, ich
tue mir schwer, eine komplette Review zu machen zu einer Folge, wo ich bereits weiß, wie es weitergeht. Weil eine Sache, die ich bei Anime und Manga einfach am besten finde, weswegen ich auf diesen Kanal gestartet habe, ist zu spekulieren, was danach kommt. Was kommt im nächsten Kapitel? Was kommt nächste Folge? Was könnte passieren? Was könnte das und das heißen? Diese Dinger, die finde ich so unglaublich interessant. Und deswegen sage ich auch immer, schreibt in die Kommentare, was denkt ihr über das und das. Weil ich das einfach so interessant finde, wie die Community Theorien aufstellt oder Spekulationen aufstellt oder was auch immer. Ich finde diesen Aspekt sehr interessant. Dieser Aspekt ist bei Attack on Titan und My Hero Academia bei mir nicht da, denn ich weiß halt, wie es weitergeht. Und selbst wenn ich es nicht wissen würde, wäre immer die Gefahr da, in den Kommentaren zu Reviews zum Anime gespoilert zu werden. Deswegen ist es für mich ein bisschen schwer, das so zu machen. Aber folgendes, und zwar zu Academia gucke ich mal. Da habe ich auch ein bisschen vor, vielleicht ab und an ein bisschen detaillierte Videos zu machen, wenn ich mich wieder richtig in den Manga eingelesen habe. Eventuell kommt dann auch endlich mal ein Video mit Anteku. Das ist nämlich auch schon sehr, sehr lange im Gespräch, muss man hier sagen. Wird man dann sehen. Und zu den Animes, die laufen werden, also Academia Season 3 und Attack on Titan Staffel 3, möchte ich Videos machen, aber nicht jede Folge und eher in dem Style wie das Video, was ich mal gemacht habe, und zwar der Anime, der in die Anime-Geschichte eingegangen ist. So war das irgendwie vom Titel her. Das war ein Video über Attack on Titan, und wie ich dieses Video gemacht habe, das hat mir sehr gefallen, und in diese Richtung möchte ich gehen. Einfach mir eine Sache aufgreifen von der Folge und dann halt ein Video darum machen, warum das Ganze so toll war, warum das Ganze so gut funktioniert hat und so weiter und so fort. Sowas in der Art, so stelle ich mir das vor. Ihr werdet dann, wenn Attack on Titan und Akademie starten, ein besseres Bild darüber bekommen, wie ich das Ganze machen werde. Und auch zu Attack on Titan kommt eventuell ein kleines Special, bevor die Season 3 anfängt. Muss ich aber auch nochmal gucken, ob ich das wirklich schaffe. Ich habe mir da so eine kleine Idee aufgeschrieben. So, dann gab es noch eine andere Sache. Und zwar, dieses Jahr hat stark angefangen, was Anime angeht. Wir hatten Devilman Crybaby auf Netflix und Violet Evergarden auf Netflix. Absolute Anime-Powerhäuser. Und ich bin wirklich, ja, ein bisschen selbst von mir enttäuscht. Ich hätte super gerne ein Video gemacht zu Devilman Crybaby. Ein sehr guter Anime. Ich bin aber leider ein bisschen zu spät damit. Und jetzt noch ein Video zu machen, ist, glaube ich, einfach, ja, wie gesagt, zu spät, weil das Ganze schon gegessen ist von der Anime-Community. Deswegen nehme ich mir persönlich vor, wenn ich einen neuen Anime sehe, ein Video dazu zu machen, wenn es sich auch wirklich lohnt. Wird aber auch wirklich, wenn sowas kommt, sehr, sehr selten der Fall sein. Und ich habe auch letztens Jojo zu Ende geguckt, und da würde ich auch super gerne ein Video zu machen. Ich weiß aber nicht, wie ich das Ganze wirklich machen soll, deswegen werde ich das auch erstmal nicht tun. Mal sehen, wenn vielleicht Part 5 kommt für die Kenner. Ja, wird da mal vielleicht was kommen oder so. Bei Reviews werde ich dazu auch auf gar keinen Fall machen, keine Sorge. Ja, mir geht es halt um mehr Spektrum vom Kanal her, um ein bisschen darüber hinauszugehen, nicht nur über die Stärke oder den weiteren Verlauf zu quatschen, sondern auch über die tiefe Bedeutung mancher Szenen, weil die gibt es sehr, sehr oft. Sowas möchte ich ein bisschen mehr behandeln jetzt in Zukunft, aber im Grunde genommen wird das alles so bleiben, wie es ist. Nur ein bisschen geändert sein, beziehungsweise noch besser sein, hoffe ich jedenfalls, von dem her, was ich mir vorgenommen habe. Aber das Hauptthema soll so bleiben, wie es ist. Ich möchte den Dragon Ball Content so lassen, wie er ist, weil Dragon Ball ist einfach das, wo ich mich in den letzten Jahren so krass mit beschäftigt habe, und ich denke, einfach ist es noch nicht vorbei. Ich bin sehr, sehr gespannt auf 2019. Ich glaube, da wird auf jeden Fall noch was kommen, und ich denke auch, die anderen Anime und Manga werden dann aufholen. Ich bin mal sowieso gespannt, wie Attack on Titan und My Hero Academia dieses Jahr die deutsche Anime-Community treffen werden, weil in der amerikanischen ist es schon ziemlich weit gekommen. Attack on Titan hat einen unglaublichen Hype, und My Hero Academia ist schon zeitgleich mit der japanischen Version auf Englisch Dub gelaufen. Deswegen denke ich schon, dass Season 3 sehr spannend sein wird für Deutschland und auch darüber hinaus, was in den nächsten Jahren passieren wird. Ich denke, momentan ist Deutschland oder der deutsche Raum nicht bereit für solche Anime-Videos, die ein bisschen genereller sind. Das glaube ich einfach nicht, dass es momentan einfach zu früh ist, aber man sieht immer mehr, dass es mehr Content-Creator gibt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die deutsche Fanbase wirklich mal offen ist für diesen Content. Ich weiß natürlich, dass es viele deutsche Fans gibt, und ich weiß natürlich auch, dass viele ein bisschen voreingenommen sind und eventuell solche Videos gar nicht gucken würden von jemandem, der wirklich mehr im Bereich Shonen-Animes unterwegs ist. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann in Zukunft sein wird, ob man da offen dafür ist und ob ich auch vielleicht einige von euch dann überzeugen kann. Nichtsdestotrotz, das war einfach so ein Video, was ich irgendwie raushauen wollte, um euch ein bisschen to date zu halten, wie ich momentan zu der Situation stehe, was ich machen werde und wie das Ganze weitergehen wird. Im Grunde genommen ist es keine große Nummer hier. Vielleicht wirkt es so für euch, dass ich das Ganze ein bisschen zu sehr aufbausche, aber so ist es gar nicht. Ich wollte, wie gesagt, nur mal das Ganze durchreden, was ich zu sagen habe, was ich euch mitteilen möchte, wie es weitergehen soll, wie ich mir das Ganze vorstelle und so weiter und so fort. Ja, und das wäre es eigentlich so ziemlich gewesen von dem Video. Schreibt mir gerne alle Gedanken von euch in die Kommentare, wie ihr darüber denkt, und ja, allgemein eigentlich alles, was ihr schreiben wollt zu dieser Situation. Ich habe jetzt nicht eine besondere Sache, die ihr in den Kommentaren schreiben könnt. Nichtsdestotrotz, 2018 geht es weiter mit Anime, mit Dragon Ball und auch mit dem Kanal Ruffy. Das verspreche ich euch ganz, ganz doll. Ich bin noch lange nicht fertig auf YouTube, muss man sagen. Ich habe noch einiges vor, deswegen wird alles so bleiben. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle nochmal wirklich sehr, sehr besonders oder ganz, ganz besonders an den
richtig starken Support 2017. Wir sind sehr krass gewachsen. Wir haben sehr, sehr viel geschafft auf YouTube. Ich habe den Silver Play Button auch bekommen. Ich habe den, glaube ich, nie gezeigt, weil ich immer irgendwie auf den besten Moment gewartet habe. Aber ich glaube, so einen besten Moment gibt es gar nicht. Und wir sind kurz, also was heißt kurz, aber wir sind 20.000 von den 150.000 entfernt, was eine unglaubliche Zahl ist, muss man einfach sagen. Deswegen ganz, ganz großen Dank für den ganzen Support, für jeden Kommentar, für jede Spende im Stream auf jeden Fall, für jeden Daumen nach oben, für das Abo auf diesem Kanal allgemein und auch ein bisschen, dass man halt die deutsche Community auch unterstützt im Bereich Anime. Bin ich unglaublich dankbar. Ich bin damit aber auch jetzt endlich mal raus. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.